ziemlich oft, also, aber ehrlich gesagt, es würde mich wundern, wenn es bei Ihnen anders wäre. Ja, aber jetzt werde ich auch schon älter, jetzt nimmt das wieder ab. Also nachdem Sie so viel öfter angesprochen werden, glaube ich, werden Sie auch öfter auf Ihr Aussehen angesprochen als ich. Die berechtigte Frage wäre nur, für wen ist es nerviger, darauf angesprochen zu werden so oft? Da bin ich mir 100% sicher, da gewinne ich. Stelle ich in Abrede, ich mag es auch nicht. Also ich wurde tatsächlich 4-mal, seit der Herr Kern im Amt ist, von deutschen Journalisten gefragt, warum wir denn plötzlich so einen gut angezogenen Bundeskanzler haben und woher seine Anzüge stammen, ob das in Österreich schon bekannt ist. Nein, die Eitelkeit ist Ihnen ja nicht ganz fremd, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ist es eitel, wenn man darauf achtet, dass man ordentlich angezogen ist, aber der springende Punkt ist, ich glaube, es hilft der ganze Schneider nichts, das Geheimnis besteht, Sport nicht zu verachten. Mountainbiken? Alles. Also wie jetzt, wenn ich jetzt eine Biografie über ihn schreiben würde und er über mich oder eine Biografie, eine Doppelbiografie? Oder? Was könnte ein kurzer, einprägsamer Titel für eine Biografie über den Herrn Kern sein? Das ist jetzt fies, weil ich glaube, seit Sie im Amt sind, ist die Sache Wortspiele mit Namen zu einer neuen Sportart entwickelt worden. Das Erste, was... Halten Sie sich nicht zurück. Aber das ist jetzt so abgedroschen, weil das Erste, als Sie im Amt waren, das Erste, was ich bekam, war die SMS von einer Freundin. Boah, das wird jetzt super, so viele Wortspiele möglich. Und dann ging schon los, Kernkompetenz, kernig, Kern der Sache. Gut, dann wäre es die Herausforderung, sagen, vielleicht einen Titel zu finden, in dem kein Wortspiel vorkommt. Ich überlege und Sie dürfen anfangen. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber ich meine, wenn ich das so sagen darf, die Frau Kaiser wäre ja noch relativ früh dran mit einer Biografie angesichts ihres Lebensalters. Insofern hätten wir ja noch ein paar Tage Zeit nachzudenken. Aber es gibt von Plutarch tatsächlich ein biografisches Projekt, wo er immer zwei Persönlichkeiten einander kontrastiert hat. Immer einen Römer und einen Griechen, also zum Beispiel Cäsar und Alexander. Wir könnten sowas machen. Kaiser, Kern. So der ältere Politiker und die junge Schriftstellerin. So. Das ist gut. K und K.